Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. So, wir wurden in der letzten Folge als Sucherin auserkoren, müssen nun Mutterherz und Mutters Becken verlassen, sollen vorher aber noch nach Sona suchen. Ich werde hier nur kurz mal den plündern. So. Und wir werden nebenbei schauen, dass wir möglichst viele Nebenquests aufgabeln. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Eine Spur nach der Kriegsherrin. Zur Hauptquest. So, wir werden erst das mit der Kriegsherrin machen. Die Idee ist, andere ist erst auf Stufe 12. Das ist, glaube ich, noch keine gute Idee, wenn wir dorthin gehen. Die Göttin schütze dich. So. Wir schauen uns meist einmal einen Läufer irgendwo rumkriegen. Mein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. So, hol mal den Läufer. Schon mal zuerst an Aufgaben, mit dem sind wir relativ schnell unterwegs. Das einzige noch, der heute wird mit allem aufsammeln, ist halt ein bisschen schwierig. Oh. Da hat noch jemand eine kleine Nebenquest. Hi, du. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Na, wir können es mal an der Prüfung versuchen. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Oh je. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Naja, wir können uns doch hier mal umgucken. Offene Aktivitäten. Nora-Jagdgebiete. Entferne die Behälter von Grasern, erledige Maschinen mit Holzstaplerfallen. Na, wir können es ja mal probieren. Ich kann mich noch ein bisschen was nebenbei aufgreifen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Genau, du sagst es, Aloy. Wenn wir mal da hochklettern. Zuerst mal mit allen Leuten labern. Lavalab, ding dong, lavalab, ding ding dong. So. Weiter. Sicher ist sicher. Ich sprach mit Cran. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Cran, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern.
Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das Heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Ein wahres Wort. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Wähle eine Prüfung, ich erkläre sie dir. Okay, dann probieren wir uns einmal an einer Prüfung. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Dann probieren wir die mal. Gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Okay, mal schauen, wo es am besten ist. Jäger für die Loge. Okay, dann muss ich mich erst qualifizieren. Ist halt die Frage, wo muss man hin? Wo haben wir denn die Läufer? Da. Schau grad mal. Mal gucken, Luku. Soll dafür halt auch wissen, wo die Gedaser sind. Wenn ich mich wahrscheinlich umholen müssen, aber keine Ahnung, wo sollen denn die sein? Auf der falschen Seite runterrutscht. Nee. Eine Kacke. Das wird auch nicht später noch. Warte mal, konnte ich mit dem irgendwie quatschen, dass ich die Prüfung noch einmal machen kann? So, nee, das ist so ein Verkäufer. Nee, da muss ich bescheuert. Unfähige schon. Aber da im Gebiet sind ja nirgendwo Läufer. Willst du mich verarschen? Da ist doch nirgendwo was. Oh, du machst nicht mehr weiter? Kein Problem. Teste dein Geschick. Hab viel Problem ist, wo sind Läufer? Wo? Ach, da unten. Da haben wir sie. Das hat Eindruck hinterlassen.
Ah, fuck. Eins. Okay. Ja, mach mich wieder taub und blind. Ich hab keine Ahnung. Wann das jetzt? Fail. Fail, my little girl. Fucking fail. Kommt ja. Los, 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 los. Ja! Schwerer als gedacht. Ja, lass mich in Ruhe. Vielleicht haben wir auf die Anzeige schauen sollen. Fuck. Ich bin definitiv kein Jäger. Ich will es trotzdem nochmal probieren. Für die Prüfung. Ja. Zur Prüfung. So, wo waren die jetzt? Wo sind sie? Da. Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. Humpelt. Komm, gib mir deine. Direkt noch einen hinterher. Ey, schneller. So, so, so. Das sollte hilfreich sein. Von 10 Behälter. Woo, made it. Komm, ich erlöse dich mal. Gib mir eure Loren. Braucht sie eh nicht. Zack. Zack. Ausschlachten. Abgeschlossen. Ich muss zuerst die Wächter irgendwie loswerden. Hab ich vorher irgendwie übersehen. Egal. So. Wie viel Sand kriege ich jetzt? Eine ganze? Eine halbe? Eine viertelte? So, einmal hier hoch. Jetzt jagen sie mich. Schön für dich. So, einmal hier hoch, bitte. Dankeschön. Das gibt eine Glutsonne. Herzlichen Glückwunsch. Hui. So, was gibt's noch? Holzstapelprüfung. Sprengdrahtprüfung. Bei dieser Prüfung musst du Graser mit Sprengdrähten erlegen. Aber dazu brauchst du die Carter-Stolperfalle und Munition. Mein Freund hier verkauft das vielleicht.
Aber warte mal. Nee. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn... Springen, Stolper fallen. Den hier meinst du? Seilwerfer? Stolperfalle. Aber die haben wir ja schon. Du willst es. Ach so. Ich muss allmählich. Ich werde hier. Gib dich zum Schlachtfeld. Ach so, nee. Also wurscht. Wir werden da wohl einmal bei der Quest weitermachen, müssen uns selber dann noch länger festhängen. Möchtest du es? Nee. Ich wollte eigentlich. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieße auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. So, habe ich Sprengfallen? Nee, natürlich nicht. Wo ist denn der Freak jetzt? Da. Stellenpaket, Fesselleichpaket, Schockpfeil, Präzisionspfeil, Feuerpfeil, Feuerbomben, Sprengbomben, Sprengdraht, Zersprengungspfeil. So. Jetzt bin ich zwar wieder pleite, aber drauf geschissen. So, wo haben wir sie denn? Da unten und da. Stapel ist dort vorne. Na, wir können es probieren. Oh, ich habe keine. Bringt mir dann alles nichts. Diese Maschine kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Das Problem ist, im Regen sehe ich überhaupt nichts. Keine Munition, fick dich. Ja, natürlich geht das wieder nicht. Am Arsch, echt. Jetzt schnell nachsetzen? Stapel mehr. Oder? Doch. Ach so. Ey. Aha, falsche Richtung.
habe keine Munition mehr. Jo. Ich habe keine Metallsplitter mehr. Getroffen? Natürlich nicht. Oh, stirb. Das halt nicht. Erwischt. Oh, wir haben wegkumpelt. Wohl wenigstens noch ein bisschen was zu erbeuten. Ich hab auf die Prüfung geschissen. Die Frage. Da haben wir noch eine Nebenquest. Sammeln wir mal die erste mal ein. Alles mal fünf, vielleicht haben wir in der Ding oder so, oder wenn ich mir nochmal dazu aufraffen kann. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Dieser Mann. Er sieht nicht wie ein Nora aus. An den konnte ich mich noch erinnern. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Also genau mit dem Freak, mit dem er irgendwie dort die Banditenlager aufräumt, kann es sein? Banditenlager, Teufelsschlucht. Kurz mal speichern. Ich glaube, der hat eine Gratisprobe, ja. Können wir die ganzen Kisten aufmachen? Unboxing! Zimmer für Nebenquest. Banditenlager. Ja, das werden wir dann gleich machen. Inventar. Outfits. Modifikationen. Rohstoffe. Ja. So, Schatzkisten. Belohnungen mit 41 Metallscherben. Sehr gut. Metallscherben. Okay, das können wir auch noch plündern. Schockfalle. Nora Glutzonen-Belohnungskiste. Floren. Nora Sprengfalle. Okay. Soviel zum Unboxing. Und eine Senior sehr hohen Reißschaden. Starker Druck, um den Rüstungbauteil von Maschinen zu entfernen. Okay. Fallen und Tränke. Falls der Bodenplatzierten durch eine Erregung ausgelöst, verursacht keinen Schaden. Löst aber eine Schockwelle aus, die Gegner in ihrem Wirkungsbereich vorübergehend betäubt. Okay. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein paar Scherben. Gut, soll ich unten Gräser da einsammeln? Und ich sehe aber gerade, wir sind schon wieder so ziemlich am Ende der Folge. Na gut, das mit der Jaeger-Loge, das hat uns jetzt ein bisschen aufgehalten. Aber wir werden es so machen. Nächste Folge, dann geht es noch weiter. Wir werden uns auf die Suche nach Ein weiterer Tag ist vorbei. Ja, Eloy. Genauso wie eine weitere Folge. Und damit beenden wir jetzt das Ganze.
Nächste Folge dann, wie gesagt, suchen wir noch der Jägerfrau, der Kriegsführerin. Und schauen wir mal, dass wir da ein bisschen vorankommen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben lassen, da lassen. Ein Abo würde mich auch wahnsinnig freuen. Und ja, dann sehen wir uns dann nachher in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.